Ja, hallo. Ich möchte heute ganz kurz den Wahrscheinlichkeitsrechner von GeoGebra vorstellen. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool und man findet den Wahrscheinlichkeitsrechner im drittletzten Menü hier unter Wahrscheinlichkeitsrechner. Und wenn man den zum ersten Mal öffnet, dann sieht man hier die Normalverteilung. Es gibt aber noch viele, viele andere Verteilungen, zum Beispiel Student-Verteilungen oder eben Binomialverteilungen und so weiter. Aber ich schaue mir zuerst einmal die Normalverteilung an. Bei der Normalverteilung braucht man eigentlich nur den Mittelwert Mu und Sigma wissen. Ich nehme da jetzt ein Beispiel her und sage, okay, Mittelwert soll 100 sein und Sigma, die Standardabweichung, soll 10 sein. Dann wird sofort die Normalverteilung gezeichnet, schön angepasst mit den Skalierungen. Hier sieht man auch noch einmal Mu und Sigma. Und es ist jetzt möglich, ganz rasch Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, indem man hier unten die Grenze eingibt, also beispielsweise hier der 90 eingibt, dann kriege ich schon die Wahrscheinlichkeit heraus von 0,15, also 15%. Also die Frage bei Mittelwert und Sigma, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable unter 90 oder kleiner gleich 90 ist, kann man da ganz rasch beantworten mit 15,87%. Nicht nur linksseitiger Test ist eben möglich, sondern auch rechtsseitiger Test. Das wäre hier herunten, wo man dann auch den rechtsseitigen Test machen kann. Das muss ich jetzt natürlich ergänzen auf 100% oder 1 minus das, was wir vorher gehabt haben. Und auch eben ein zweiseitiger Test. Also zum Beispiel zwischen 90 und 110 hier symmetrischer Bereich. Man kann aber auch einen asymmetrischen Bereich, zum Beispiel zwischen 80 und 110 berechnen lassen. Das Spannende ist jetzt, dass nicht nur die Eingabe die Wahrscheinlichkeit berechnet, sondern hier sind so kleine schwarze Dreiecke und auch hier kann man die Grenzen verschieben, sodass man eigentlich stufenlos die Wahrscheinlichkeit in Echtzeit ausgerechnet bekommt. Dies soweit zur Normalverteilung, weil man eben die Wahrscheinlichkeit berechnen muss. Umgekehrt, es sind viele, viele Aufgaben, wo zum Beispiel steht, welcher Prozentsatz oder mit welcher Wahrscheinlichkeit oder welche Grenze wird von 10% überschritten zum Beispiel. Das heißt, man hat einen Wahrscheinlichkeitswert gegeben und muss die Grenze herausfinden. Das ist in GeoGebra sehr, sehr einfach. Man braucht eigentlich nur das Verschieben und kann sich dann eigentlich ganz gut nähern auf die Wahrscheinlichkeit. Viel, viel genauer ist, wenn man da nicht verschiebt oder auch nicht herum experimentiert, sondern wenn man eigentlich hier sofort die Wahrscheinlichkeit eingibt. Also beispielsweise 10% und schon wird man die Grenze ausgerechnet da 112,81. Wie gesagt, Normalverteilung ist somit kein Problem mehr. Beide Richtungen, also Wahrscheinlichkeit ausrechnen und auch die Umkehrung ist da kein Problem. Man muss nur wissen, was der Mittelwert ist, man muss nur wissen, was Sigma ist. Dann entweder die Grenze, dann wird die Wahrscheinlichkeit berechnet oder umgekehrt, wenn die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, wird die Grenze berechnet. Sehr, sehr mächtiges Tool. Gut, zur Binomialverteilung. Sage ich auch noch her, da sind zum Beispiel als Parameter eingestellt n gleich 20 und p 0,5, wie zum Beispiel bei einem Münzwurf. Auch hier ist es möglich, einseitige Tests zu machen oder einseitige Überlegungen sich anzuschauen. Zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, weniger oder gleich 8 zu erhalten. Ja, das kann man ebenso wieder auch mit dem schwarzen Dreieck verschieben und die kumulierten Wahrscheinlichkeiten werden dann ausgerechnet, also die zusammengezählten. Ebenso wie das ist möglich, zweiseitig zu arbeiten, also zum Beispiel hier zwischen 6 und 14 und die Wahrscheinlichkeit wird dann berechnet. Was hier auch noch möglich ist, und das sieht man da an der Tabelle, wird noch zusätzliche Tabelle erstellt, man kann die Wahrscheinlichkeiten auch einfach mit dem Markieren in der Tabelle berechnen, wird dann gleich schön eingefärbt und ausgerechnet. Sehr, sehr praktisch, wenn man viele Binomialbeispiele rechnen muss. Auch hier ist es möglich, wieder die Umkehrung zu berechnen. Also ich mache es jetzt zum Beispiel linksseitig. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit 20% ist und hier wird wiederum das ausberechnet. Natürlich sind wir jetzt nicht genau bei 20%, weil ja das keine stetige, sondern eine diskrete Verteilung ist. Und hier wird 8 hergenommen, nach oben gerundet, weil bei 7 sind es 13%. Okay, soweit zur Binomialverteilung. Es gibt nur verschiedene Darstellungen, die sind vielleicht nur kurz erwähnenswert, aber nicht so wichtig.
Man kann hier auch noch die Normalverteilung, die gaußsche Glockenkurve drüberlegen. Man sieht das auch hier mit μ und Sigma, wird sofort ausgerechnet, wenn es jetzt eben um die Approximation geht. Zu guter Letzt noch der Binomialverteilung, vielleicht noch die dritte, die in der Schule sehr interessant und oft verwendet wird, die hypergeometrische Verteilung. Hier hat man wieder die drei Parameter Anzahl, N und Stichprobe. Also beispielsweise wir haben 45 Zahlen, davon sind 6 markiert, also das klassische Lotto 6 aus 45, und wir machen auch eine Stichprobe von 6, dann erhalten wir hier die hypergeometrische Verteilung und wir berechnen uns beispielsweise aus, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen Nuller und einen Einser im Lotto 6er zu haben. Auch hier ist die Verschiebung interaktiv wieder möglich, auch hier kann man wieder in der Tabelle das alles markieren. Großer Unterschied zur Binomialverteilung ist ja, dass hier ohne Zurücklegen quasi gezogen wird. Gut, es gibt natürlich noch viele andere Verteilungen, aber ich glaube, diese drei Verteilungen sind ganz wichtig für die Schule und ich hoffe, man kann mit diesem kurzen Erklärungsvideo etwas anfangen und die Wahrscheinlichkeitsrechnungsbeispiele werden dadurch ein bisschen einfacher. Dankeschön.